Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der DAX zeigte sich zum Wochenauftakt unschlüssig. Er pendelte in einer engen Spanne zwischen 8.247 und 8.310 Punkten und verabschiedete sich schließlich unverändert bei 8.276 Punkten aus dem Handel. Wir haben es hier gerade ganz klar mit einer Pattsituation zwischen Bullen und Bären zu tun. Das sehen wir an der sogenannten Doji-Kerze im Chartbild. Auf der Unterseite, da hat die 50-Tage-Linie bei derzeit 8.249 Punkten gestützt. Auf der Oberseite, da deckelt ein Widerstandscluster. Das besteht aus der unteren Begrenzungslinie des gebrochenen Aufwärtstrendkanals, der 20-Tage-Linie und einem Fibonacci-Retracement bei 8.307 Punkten. Die technische Ausgangslage, die bleibt praktisch unverändert. Ein kurzfristiger Befreiungsschlag würde den DAX-Bullen mit einem signifikanten Tagesschluss über 8.310 Punkten gelingen. Dazu haben wir vier Produktideen der Finanzpark AG für Sie. Zunächst ein Turbo Classic Bull Zertifikat DWKN CZ8 CBK, die Basis hier 8.025 Punkte. Oder einen Call Optionsschein auf den DAX DWKN CK5 HYH, die Basis 8.250 Punkte. Falls Sie dann doch eher mit fallenden Notierungen rechnen, ein Unlimited Turbo Bear Zertifikat hier DWKN CK0 EPA, die Basis 9.024,24 Punkte oder einen Put-Optionsschein auf den DAX, hier die WKN CK5 J22, die Basis 8.250 Punkte. Und was wir vom DAX heute erwarten dürfen, das erfahren wir nun von unserer Korrespondentin Franziska Schimke in Frankfurt. Schönen guten Morgen, Franziska. Was sind denn die Vorgaben für den DAX? Ja, nachdem wir ja den Wochenauftakt hier so ein bisschen verschlafen haben beim deutschen Leitindex und bei plus minus null im Prinzip aus dem Handel gegangen sind, erwarten wir heute hier einen freundlicheren Start und das auch relativ deutlich. 9 Tage waren wir jetzt mehr oder minder unter der 8.300-Punkte-Marke. Das wird sich heute zumindest zum Handelsauftakt erst einmal ändern, denn man hofft hier auf einen Erfolg der Diplomatie, was den Syrien-Konflikt angeht. Und das stützt eben nicht nur den deutschen Markt, sondern eben auch die Börsen übersee. Das heißt, der Dow gestern 0,9% fester unterwegs und auch die asiatischen Märkte heute gut aufgelegt. Der Nikkei knüpft an seinen positiven Vortagesperformance an. Da geht es heute erneut um 1,5% nach oben. Aber auch der Hang Seng kann punkten und diese guten Vorgaben, die treiben uns dann eben auch weiter nach oben. Besten Dank, Franziska Schimke. Und wir kommen zur Marktidee. Der Nasdaq 100 befindet sich in einem intakten Bullenmarkt. Im August hat er ein 13-Jahres-Hoch bei 3.149 Punkten markiert, ging aber anschließend in den Konsolidierungsmodus über. Diese mehrwöchige Handelsspanne wurde gestern endlich bullisch aufgelöst. Die Aufwärtsbewegung dürfte sich damit nun auch fortsetzen. Nächste potenzielle Widerstände befinden sich bei derzeit 3.190 und 3.208 Punkten. Die nächste Unterstützung liegt bei 3.149 Punkten. Kurzfristig kritisch für die Bullen wäre ein nachhaltiger Rutsch unter 3.103 Punkten. Und dazu hat auch die Finanzpark AG wieder zwei Produktempfehlungen für Sie. Da hätten wir zunächst ein Best Unlimited Turbo Bull Zertifikat. Hier ist die WKN CZ7YND, der Preis 2,40 Euro. Oder ein Best Unlimited Turbo Bear Zertifikat. Die WKN ist hier CZ7YLH und der Preis 2,07 Euro. Ja, und von der Marktidee kommen wir jetzt noch zu den Terminen des heutigen Tages. Um 10 Uhr, da gibt es in Italien BIP-Daten zum zweiten Quartal. Um 12.30 Uhr den Ölmarktmonatsbericht der OPEC. Um 13 Uhr veröffentlicht die Lufthansa Verkehrszahlen für den August. Um 19 Uhr stellt Apple wahrscheinlich sein neues iPhone vor. Und um 22.30 Uhr gibt es von Texas Instruments einen Zwischenbericht zum dritten Quartal. Und wir sehen uns morgen um 8.45 Uhr wieder, wenn Sie mögen, mit einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.